Jetzt zur Weihnachtszeit werden natürlich viele Braten gegessen, wo Rotkohl dazu passt. Was machen wir heute? Wir machen heute Apfelrotkohl, aber selber. Willkommen auf Selfmade, der etwas andere Channel auf YouTube. Bevor wir mit allen losschießen können, müssen wir den natürlich erstmal klein schnibbeln. Da machen wir schöne kleine Streifen draus und das machen wir jetzt erstmal. Danach sehen wir uns wie immer am Topf wieder. Wenn ihr den natürlich jetzt beim ersten Mal hier durchschneidet, passt auf, dass ihr euch nicht in die Finger schneidet, weil der Strung von dem Ganzen, der ist knippelharter. Also geht ein scharfes Messer erstmal hier rein, aber bestens so mit der Klinge von eurer Hand weg. Fasst hier an und dann, ich zeige euch das mal so, und dann geht hier runter. Ah, das ist nämlich gar nicht so einfach. Und dann dreht ihr nochmal so nach unten. Da passt schön auf eure Finger auf. Aber wenn ihr das selber macht, glaubt mir, es schmeckt anders. Und ihr unterstützt eure Bauern in der Region. So, schneidet euren Strunk hier raus. So schön hier. Und dann ist alles gut. Und dann können wir natürlich mit den Streifen anfangen. Wenn wir alles geschnitten haben und natürlich mit dem Ergebnis zufrieden sind, dann machen wir noch ein bisschen Zucker dran und etwas Salz und kneten den ganzen Spaß erstmal etwas durch, dass er an sich erstmal ein bisschen wässern kann und dann geht's am Topf weiter. So schön fest durchkneten, am besten ihr nehmt euch Handschuhe. Ich habe leider keine mehr, ich werde nachher verdammt rote Hände haben. Weil ich sage, schön kräftig durchkneten und danach lassen wir den ganzen Spaß erstmal eine Viertelstunde stehen. Dass das ein bisschen wässern kann. Ja, und dann können wir schon mal Gänseschmalz in den Topf geben und den schon mal erhitzen. Ja, aber nicht, wenn ihr jetzt denkt, ich mache das Rotkraut aus dem Glas oder aus der Dose schlecht. Nein, es ist auch okay. Aber das Selbstgemachte, erstens, ihr lernt was dabei und es schmeckt ganz anders. Und für eure Liebsten, gerade zur Weihnachtszeit, kann man sich auch mal die Mühe machen. Und im Endeffekt, so lange dauert es nicht und günstig ist es auch noch. Ich glaube, so ein Rotkopfkohl kostet 1,80 Euro oder sowas. Macht selber und lernt dabei. So, wenn das Gänsefett zerlaufen ist, schwitzen wir jetzt erstmal die Zwiebeln an, bevor wir überhaupt mit dem Rotkohl anfangen. So, wenn die Zwiebeln dann angeschwitzt sind, natürlich ist nicht irgendwie dunkelfarbig braun da angebraten, sondern angeschwitzt, dann geben wir unser Rotkohl dazu und schwitzen das natürlich mit an. Und dann geht es schon los ans Würzen. Ja, wenn wir natürlich jetzt das Rotkraut angeschwitzt haben, dann machen wir noch einen schönen frischen Apfel mit dran, ohne Schale. Da bringt noch mal eine schöne Süße mit rein. Dann schmeckt das gleich viel besser. Ja, was ich dann noch so gerne dran mache, sind ein paar Nelken, Lebkuchengewürz und so 2-3 Lorbeerblätter. Kommt natürlich darauf an, wie groß sie sind. Wenn es kleine sind, 3. Wenn es große sind, 2. Ja, um dem Ganzen noch ein bisschen Flüssigkeit zu geben, dass wir das dann noch eine halbe Stunde köcheln lassen können, machen wir so ein bisschen Apfelsaft dran. Zu den frischen Äpfeln dazu. Danach dann noch ein bisschen mit Zucker und Salz abschmecken. Und wenn die ganze Flüssigkeit dann natürlich verkocht ist, dann ist der Rotkohl fertig und noch ein leicht bissfest kann er ruhig sein, wie es euch am besten schmeckt. Machen wir jetzt noch ein bisschen Apfelsaft dran und dann lassen wir das ein halbes Stündchen köcheln, so ein bisschen, bis es weich ist und etwas bissfest noch. Und ja, dann nehmen wir Speisestärke und binden es etwas ab, dass noch ein bisschen Glanz da ist und auch das Sud ein bisschen gebunden. So, dann nehmen wir uns Wasser in Messbecher, aber bitte kaltes Wasser nehmen. Ansonsten bindet euch die Stärke gleich ab, wenn ihr sie in das Wasser reinmacht. Ein Schneebesen dazu und dann in das Wasser einrühren. Und das nehmen wir als Bindemittel für unser Rotkohl. Wie gesagt, wenn es dann jetzt alles weich ist und die Konsistenz passt euch, ja, und geschmacklich ist alles gut, dann nehmen wir unser Gemisch, Speisestärke, und beim ständigen Rühren binden wir jetzt die Flüssigkeit in dem Topf
und der Glanz kommt von ganz alleine. Ja, und wenn ihr jetzt das alles habt, seht ihr das Ergebnis jetzt. Ja, und schon sind wir mit dem Rotkraut am Ende, oder Apfelrotkraut auch genannt. Glaubt mir, ihr wollt kein Glas mehr. Lasst es euch schmecken, es sieht lecker aus, es riecht super und es ist auch super.